Es begrüßt Sie die Ferienwohnanlage Ostseeperle in Zingst. Wenn Sie hier Ihren Urlaub verbringen, haben Sie eine gute Wahl getroffen. Denn Zingst ist wegen der gesunden Seeluft, der langen weißen Strände und der guten Badewasserqualität anerkanntes Ostseeheilbad. Ihr Urlaub beginnt auf dem großen Parkplatz vor dem Haus. Der bietet Platz für alle Urlauber. In der Ferienwohnanlage finden Sie gut gestaltete mehretagige Häuser, alle mit Balkon oder Terrasse ausgestaltet. Insgesamt gehören zur Ferienanlage 64 verschiedene Wohnungen mit angenehmer Wohnatmosphäre. Alle Wohnungen haben Dusche, WC, Telefon, Fernseher, WLAN-Anschluss und eine komplett ausgerüstete Küche oder Küchenzeile. Zum Strand haben Sie es nur 200 Meter weit. Die freundlichen Mitarbeiter der Rezeption erklären Ihnen Wohnanlage und Wege und statten Sie mit Informationen zu Inselleben und Veranstaltungen aus. Die Infotafel im Eingangsbereich wird ständig topaktuell gestaltet. Und noch mehr hat Ihnen die Ferienanlage zu bieten. Hier finden Sie Tischtennisplatte, Billardraum, ein großes Spielzimmer und es gibt eine hauseigene Sauna zum Relaxen. Und einen Fitnessraum. Der ist sehr praktisch, denn da können Sie sich entweder ein paar Urlaubskalorien abstrampeln oder Kondition aufbauen für die interessanten Inseltage. Zum Beispiel sind Sie herzlich eingeladen ins Heimatmuseum. Kein geringeres als das alte Kapitänshaus ist sein Domizil. Hier gibt es viel zu bestaunen und zur Inselgeschichte zu erfahren. Wenn Sie weiterlaufen, so gelangen Sie ins Zentrum mit Marktständen, wo es appetitlich zugeht. Dort kommen Sie auch zur kleinen Promenade. Die hat etwas Kerniges, fast Dörfliches und doch den Hauch von der großen, weiten Welt. Apropos große Welt. Wer dazugehören will, der zeigt das mit seiner Seebrücke. Und die hat Zingst seit 1993. 270 Meter lang und 2,50 Meter breit. So ist sie der unübersehbare Mittelpunkt am Ostseestrand. Bei ihrem Spaziergang über der Ostsee bietet die Brücke eine imposante Rundumsicht auf den weißen Strand, das glitzernde Wasser und, bei klarer Sicht, auch auf die Insel Hiddensee. Mutige und Abenteuerliche steigen bestimmt in die Tauchgondel ein. Ein Erlebnis der besonderen Art. Zurück auf dem Land haben Sie vielleicht Glück und erleben eine Musik- oder Unterhaltungsshow auf der Freilichtbühne. Nebenan, im Zingster Experimentarium, können alle Knobler Physik und Mathematik spielerisch und amüsant zugleich erleben. Die Multimedia-Halle ist ein Ort für Fotoschauen, Multivisionsshows, Vorträge und Theateraufführungen. Am kleinen Hafen mit Flair wartet auf Sie der Schaufelraddampfer Silver Star. Die Fahrt geht erst in Richtung Westen zur Meiningenbrücke, einem Baudenkmal, und dann durch die Wiesen. Die haben eine bewegte Vergangenheit. Heute ist sie ideales Brut- und Rastgebiet für viele Vogelarten. Für Durchzügler wie zum Beispiel den Kranich oder die Gänse gibt es kaum einen besseren Rastplatz. Außerdem gibt es noch eine Empfehlung für alle Fischgummis. Einmal pro Woche gibt es aus dem mobilen Räucherofen direkt in der Ferienwohnanlage fangfrisch geräucherten Fisch. Haben Sie Lust auf Zingst bekommen? Es gibt ja noch so viel mehr zu entdecken und zu unternehmen. In jedem Fall gilt der Wahlspruch der Zingster: Bei jedem Wetter geht's ans Meer.